Servus Leute und willkommen zurück zu WAFTS. Zusammen mit Strahle. Servus, hallo. So, nach langer Zeit, wirklich langer Zeit. Ja. Wie lange ist es jetzt her? Keine Ahnung, 2 Wochen oder sowas, 2,5 Wochen. 1,5, glaube ich. Wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Kommen wir heute wieder dazu. Nach meiner Zeit, wo ich auf Schulung war. Du machst jetzt meine Arbeit fertig, oder? Vom letzten Mal sozusagen. Ja, ob ich es fertig mache, weiß ich nicht, aber ich mache mal weiter. Ja, passt. Dann hole ich mir jetzt einmal in. Jetzt haben wir was vergessen. Wir haben vergessen auf die Zeit zum Schauen, ob die mit dem letzten Part übereinstimmt. Nein, die passt sicher nicht, aber ist egal. Ja. Was willst du machen? Ja, ich hole meinen Zetter. Ja. Und komm zu dir auch aufs Feld. Ja, ich meinte wegen der Zeit. Aber gut. Was will ich machen eigentlich? Wir hätten nur auf die richtige Zeit hin, aber das war irgendwann am Abend, ich weiß, keine Ahnung mehr. Weil ich habe mal für Screenshots ein bisschen die Zeit herumgetan manchmal. Alter, wie schnell fährt der standardmäßig mit dem scheiß Crafting? Na, 20 oder 25 kannst du schon fahren. Das kannst du in echt aber auch. Ohne Probleme. Wirklich? Mit dem Teil? Ja. Das ist ja, das sind im Endeffekt ja so Platten, die sich im Kreis drehen, wo die Messer auf der Seite befestigt sind. Und die drehen sich relativ schnell. Okay. Also gestern war ich, bin ich nach Tulln gefahren. Ja. Und bei Zwettl bin ich im Feld vorbeigefahren, da waren eben haben sie gerade gearbeitet drauf und da habe ich wirklich so einen Anführungszeichen Gruber gesehen, den was wir hier am Anfang hatten. Okay, so weil mir wer in die Kommentare geschrieben hat, das fällt mir jetzt gerade so nebenbei ein, dass ich die dynamische Kamera aus habe. Haben wir da irgendeinen Mod drinnen, der das jetzt deaktiviert? Weil mir fällt es jetzt gerade selber aus. Nein, ich jetzt nicht. Weil außer wir haben das. Warte mal. Weil normalerweise sollte ja, wenn ich da jetzt übers Feld fahre, das wackeln ein bisschen. Und das ist das, auf das habe ich jetzt gerade geachtet, weil mir der Kommentar gerade eingefallen ist. Und irgendwie wackelt da nichts. Ich weiß nicht, wackelt bei dir was? Ich habe gerade außen gefahren. Warte mal. Das ist minimal, was wackelt, aber normalerweise war das viel mehr. Auch nur ganz minimal. Weil ich kann mich nicht ganz genau, halt hundertprozentig nicht erinnern, an wie viel. Was ich auch noch schauen muss, die Gesamtlautstärke. Irgendwie sind die Fahrzeuge, glaube ich, ein bisschen leise. Ich mache es jetzt mal ein bisschen lauter. Das wird jetzt die nächsten Parts wahrscheinlich ein bisschen chaotisch mit den Einstellungen sein. Ob das hoffentlich alles so zusammenpasst. So, und ich hoffe, ich finde dich. Ich glaube, du bist da drüben. Ja, genau, das sehe ich schon. So, jetzt ist die Frage. Soll ich außen anfangen? Beziehungsweise, wie funktioniert das Ding? Muss ich das umschalten zum Zettern? Bahnbrechen ist halt Spader. Nein, es ist richtig. Also. Ja. Bahnbrechen aufklappen, X. Der ist einmal aufgeklappt, das ist gut. Ja, ich glaube, das war's schon. Schalten wir mal ein, die Scheiße. Jetzt müsste es. Ja, haut's nach links, passt. So, zack. Und normalerweise sollte das ganze Ding jetzt so halbwegs funktionieren, wenn da Gras liegen würde. Hä? Was ist denn da jetzt gerade der Fehler? Was ist los? Okay. Jetzt weiß ich, verstehe schon. Da ja so wenig Gras liegt auf der Stelle, wo ich bin und der Bandrechen ein bisschen anders arbeitet als ein Zetter. Beim Auseinanderzettern. Der tut sich im Endeffekt, haut das nur auf eine Seite sozusagen raus. Da lässt ein bisschen Probleme macht und das nachher nicht weiter wegschießt sozusagen, sondern nur auf der Stelle nachher ablegt, macht er dort eine Art Schwarz hin. Okay. Aber irgendwie auch ganz minimal. Bin mir nicht sicher, ob der jetzt funktioniert. Gerade. Oder liegt er nur, weil das andere grüne Zeug drüber liegt? Keine Ahnung. Weil ich habe noch immer die grüne Textur so komisch. Also bei mir ist es die hellgrüne jetzt. Also es ist auf jeden Fall heu. Komplett die hellgrüne? Ja. Na, bei mir wird nämlich. Naja, ab und zu ist gar nichts. Also. Ja, aber nicht. Kleck, kleck, kleck. Irgendwie ist das ein bisschen komisch, der Ding.
Ich schaue gerade, da funktioniert es jetzt besser, wo mehr ist. Kann das sein, dass er das in die rüberschmeißt und irgendwie nicht umwandelt? Ich check jetzt gerade nicht das Alter. Ding. Irgendwas im Hintergrund laufen vielleicht? Nein, wieso? Hat extrem leckt bei mir. Was für ein Ping hast du? 150. Jetzt schalte ich kurz den Punchboard aus, jetzt geht's, wie schaut's jetzt aus? 30. 20. Warte, ich schalte ihn wieder ein. Geht aber wieder hoch, 50, 60. Schalte ihn wieder ein. Und fahr wieder. 50. Ja, jetzt leckt's, das wird. Sag nicht, der macht Probleme. Hast du ihn jetzt laufen oder nicht? Ich habe ihn jetzt laufen. Oh, pff, 500er Ping. Wenn ich jetzt ihn ausschalte. Warte, lass mal kurz ausgeschaltet, Röntgen. Scheiße. Wenn der nicht funktioniert, haben wir nämlich irgendwo, müssen wir sich über was überlegen. Weil wir haben keine Kohle mehr. Mhm. Und wie schaut's jetzt aus? Ja, ist gemütlich so. Was ist das gemütlich so? Ja, jetzt habe ich keine extra. Und wenn ich, sobald ich ihn wieder einschalte, ist vorbei, oder? Probier's nochmal. Ja, leckt. Irgendwie kommt man auch so vor, wie wenn da kein Gras liegen würde. Oh ja, extrem wenig aber. Grastextur ist extrem schlecht zu erkennen. Ja, was machen wir da jetzt? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage, ne? Jetzt probiere ich, wir probieren noch was aus. Wir probieren ihm ganz kurz aus. Umschalt links, warte mal, Umschalt links, Bandrechen, Umschalt links und X. Sozusagen, dass er jetzt spadert. Und ich probiere mir jetzt einmal der Spader aus, okay? Ja. Was einmal jetzt sagen, oder was du davon jetzt haltest. Ja, ich hatte gerade einen kleinen Leck, Moment. Na, ich fahre jetzt eh mal wieder. Ja. Da liegt, glaube ich, sowas von überhaupt kein Gras. Leckt. Leckt extrem. 300, oder? 300. Das ist natürlich jetzt schlecht, weil wir nicht wissen, wie wir dann das Ding benutzen können. Mhm. Eigentlich wäre der geil gewesen. Eigentlich müsste man so sagen, wenn der nicht funktioniert, müsste man ihn 1 zu 1 austauschen. Meiner Meinung nach. Ja, aber ich weiß nicht gegen was. Ja, gegen irgendeinen. Leckt schon wieder, oder was? Ja. Sobald ich ihn einschalte, sozusagen. Das ist schlecht. Was wir noch probieren könnten, ob er auf einen dedicated Server dann auch leckt. Das wäre noch eine Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren. Mhm. Ja, jetzt weiß ich nur nicht, was ich weitermachen soll, gerade. In dem Bad. Ist klar, Halt mit der Maschine mal auf keinen Fall weiter. Ich werde es mal so machen. Ich fahre sie zum Hof zurück. Sie wäre zwar geil, aber wenn das überhaupt nicht funktioniert, müsste man sich im nächsten Bad noch was überlegen. Ich wüsste jetzt aber nicht gerade so direkt was, weil die Standardmaschinen. Ja, da müsste man wahrscheinlich was raussuchen wieder. Ja, und überhaupt, weil wir dann was brauchen, weil wir dann zwei Maschinen brauchen. Ja. Oder wir probieren es mit Dedicated. Wir können es auch anders probieren, ja. Können wir auch. Oder wir probieren noch was anderes. Bist du schon zurück? Ich fahre gerade zum Hof. Weil sonst hast du mir mal den Fan geben. Können wir noch probieren, ja. Ich fahre wieder zur Wiese zurück. Weil es kann auch sein, dass er nur. Das wäre natürlich dämlich, dass nur du jedes Mal. Oder wir müssen es dann so machen, dass einmal der hustet, einmal der hustet, sozusagen. Mhm. Keine Ahnung, wieso das so ist. Jetzt bin ich gespannt, wenn du einsteigst nachher. Und ich fertig mir in dem Bad. Das beginnt ja mal schon wieder geil. Gell? Neue Aufnahmesession und alles haut nicht hin. So. Grüß dich, Herr Strahle. Servus. So. Dann nehmen wir fertig. Jetzt bin ich gespannt, ob du Lags hast, wenn du einschaltest. Ich bin selber gespannt. Bei mir sollte es ja eigentlich komplett wurscht sein. Theoretisch, ja. So, wie geht denn jetzt wieder? So, einfach mit als Zeta, Umschalt X. Genau. X und dann einfach ein. Da muss ich noch. Ja, sonst, ich weiß nicht, ob du ihn jetzt schon aufgehabt gehabt hast. Ja, das passt auf jeden Fall gerade. Ja, Bandbrechen zugehabt, Bandbrechen heben. Ja, Bandbrechen anschauen. Jetzt
der dich lustig finden, wenn es gehen würde. Funktioniert's? Nein. Hast du auch Lex oder was? Ja, gerade aber nur Mikroruckler. Warte mal. Ich habe zwar jetzt immer die Konsole auch immer ab und zu aufgemacht. Na, ich komme wieder auf. Boah! Na. Wieso ist das so? Das geile Ding. Wir können höchstens schauen, ob es von dem Ding eine neue Version oder was gibt. Dass wir noch reinnehmen, aber wenn nicht, haben wir irgendwie. Soll ich zurückfahren oder fährst du zurück? Ich fahr sie zurück. Passt, dann mache ich jetzt noch in dem Part das ja. Fertig da im Endeffekt. Aber so sehen die Zuschauer, wenn ich noch jetzt in den Band rechnen könnte. Genau. Der ist eigentlich richtig geil, weil der halt die zwei Funktionen hat und der wäre für uns genau richtig gewesen von der Größe her. Jetzt müssen wir sich nur überlegen, was wir machen. Es gibt da im Endeffekt nicht wirklich viele Möglichkeiten, dass wir machen. Entweder gehen auf die Standardgeräte, dann müssten wir aber zwei Sachen nehmen. Ich glaube, dass wir sich eher einen Motor aussuchen werden. Ja, es kommt halt darauf an, um wie viel Kohle. Es gibt schon noch einen Mod, wo ich sage, okay, der wäre was. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der eine Z-Funktion hat. Das wäre der Bunchwader von Stefan Maurus, der Große. Muss man schauen. Aber der hat sicher keine Z-Funktion, weil das wäre idiotisch, wenn der eine verbaut hätte. Mal schauen, wie ich da wieder hoch, wie ich da auf die Straße komme oder was das auch immer ist. Und der wäre halt vom Preis her komplett anders, weil der kostet gleich 60.000, 70.000 oder so irgendwas. Das ist so ein Mörder-Ding einfach schon. Und das wollten wir ja gerade nicht. Naja. Weil standardmäßig im Standardspiel enthalten müsste man, warte mal, schauen wir ganz kurz unter B hinein. Was könnte man denn nehmen, was hätte man denn da wie, unter was ist denn das, Tiere oder unter was fällt das? Grastechnik, oder? Schwader. Gibt es den Einkreisel Schwader könnte man nehmen. Dann hätte man einen Schwader. Und den normalen Zeta, das wären 20k. Und kosten würde, warte mal, was kriegen wir bei der, was hat der kostet? Okay, der hat viel weniger kostet. Das wäre halt noch die Alternative. Und was obwohl ja, ich sage, ja. Das müssen wir sich anschauen. Also kann ich jetzt on the fly auch nicht sagen, wie wir es machen am besten. Man müsste halt schauen, ob es eine neue Version von dem gibt und probieren und. Schade. Jo. Stell aber den gleich einmal vorsorgshalber zu unserem Wohnwagen. Nein, im Endeffekt ist egal, wo du ihn hinstellst. Ja, ich würde ihn aber nicht irgendwo anders hinstellen. Ich will ihn gerade hier hinstellen. Weil verkaufen müssen halt raus editieren oder verkaufen müssen wir sowieso. Ja. Da können wir sich gleich die Summe noch merken, die wir beim Verkaufen haben. Weil das müssen wir jetzt nachher am besten nach dem Bad im Endeffekt machen, ganz kurz. Weil wir brauchen eigentlich die Geräte im nächsten Bad schon. Ja, wo hast du dein Gewicht hingestellt? Das steht in der Halle. Was brauchst du denn gerade? Oder dass ich wieder anhänge. Ja, lass du, weil das steht in der Halle, wo die Geräte auch sind. Nein, ich brauche was zu tun. Nein, wir machen doch wirklich Schluss. Ja, nein, was machst du jetzt? Ja, weiß ich eben nicht. Das Gewicht anhängen. Okay. Ich habe jetzt wirklich gerade keinen Plan, wie wir das machen. Zur Not könnte man höchstens die Standardsachen nehmen. Not. Aber sonst fällt mir nichts ein. Das ist jedes Mal, wenn du irgendwas Neues ausprobierst und es hat funktioniert und dann magst du einfach nur, cool, funktioniert. Ja, Hat nichts hin. Na, was wir machen könnten, ist bei Vorspulen noch einfach, dass wir sagen, okay, wir machen da eine zweite Grastextur drüber sozusagen, nochmal drüber mähen, dass wir gleich mehr Gras haben. Weiß ich nicht. Ich sage mal, nach dem Part können wir sowieso gleich schauen. Genau. Also von dem her. Für euch wird da jetzt überhaupt keine Verzögerung drin sein, aber für uns, ja. Für uns 5 Stunden. Ja, wahrscheinlich. Wieder mal. Nein. Aber gut, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute. Einfach, dass wir beide auch was zum Arbeiten haben. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht, bei VR Farmers. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Baba.